Liebe Menschen, Deutschland ist ein Land der Demokratie und steht für Vielfalt und Toleranz. Trotzdem gibt es auch hierzulande Angriffe und Verleumdungen gegen Personen, die nicht dem heteronormativen binären Geschlechtsmodell entsprechen. Dazu zählen alle nicht heterosexuellen Orientierungen sowie die nicht cis-männlichen oder nicht cis-weiblichen geschlechtlichen Varianten. Diese Menschen erfahren in allen Lebensbereichen Nachteile, sowohl im Beruf, in der Gesundheitsversorgung oder auch im sozialen Umfeld. Und sie werden zusätzlich durch den Staat in vielen Freiheitsrechten eingeschränkt. Zu Recht gehen diese Leute von Zeit zu Zeit auf die Straße, um für ihre Anerkennung zu kämpfen. In Corona-Zeiten ist das jedoch schwierig. Deshalb bieten wir nun die Möglichkeit, eure Anliegen als Videobotschaft kundzutun. Zum Internationalen Gedenktag gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interfeindlichkeit am 17. Mai veröffentlichen wir ab dem 1. Mai in 17 Tagen 17 Videos mit den unterschiedlichsten Botschaften. Alle von euch sind herzlich eingeladen, mitzumachen, um eure eigene Videobotschaft zu veröffentlichen. Wenn wir schon nicht auf die Straße gehen können, dann sollten wir wenigstens die Straßen des Internets nutzen. Macht mit und bleibt gesund.